Melissa Etheridge, die große Dame des Gitarrenrock, hat am Freitag in Zwickau ihre Europatournee beendet. Das von der Freilichtbühne ins Konzert- und Ballhaus Neue Welt verschobene Konzert hat rund 600 Fans angelockt. Unter ihnen waren mit Nicole Curly-Hartig und Anja Rocke zwei besondere Anhängerinnen. Sie brachten der Sängerin, der Bühnencrew und einigen frühen Fans schon Stunden vor Beginn ein kleines Ständchen. Nicht von ungefähr. Die Musik von Melissa Etheridge habe sie dazu inspiriert, selbst auf die Bühne zu gehen. Auf ihrer Tour hat Melissa Etheridge etliche ihrer bekannten Songs im Gepäck, darunter I Want to Come Over oder Like the Way I Do, da sie seit langem schon als mehr als 10-minütige Zugabe spielt. Man kennt sie für ihre rauchige Stimme, die von leise bis laut unter die Haut geht und für ihr hingebungsvolles Gitarrenspiel. Inzwischen sind Curly und Anja, das Kirchberger Duo Die Murmelmädchen, über die Grenzen ihrer eigenen Kulturinsel hinaus bekannt. Und das alles nur wegen einer Musikerin. Und wir haben ja ein Geschenk gemacht, weil wir sind ja die Murmelmädchen und wir verschenken immer Murmeln, die Glück bringen. Also haben wir auch für die Melissa eine schöne Murmel rausgesucht und haben uns ein bisschen was über uns geschrieben und auch dazu geschrieben. Das bedankt. Genau, ihre Musik uns ja auch, sag ich mal, beeinflusst hat. Und das Geschenk hat es jetzt wirklich ins Meet and Greet mitgeschafft über eine andere Frau, die eine Karte noch ergattert hat. Ja. Also die Murmel kommt bei der Melissa an und wir freuen uns jetzt einfach aufs Konzert.